Hallo meine Freunde, Zarok wieder mit Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Wir können, wie war es nochmal, sowas. Ich muss mich gerade erstmal wieder ein bisschen, oh, sie sehen mich. Ein bisschen in die Steuerung einfinden, da, aha, ich habe ein Schild. Warum habe ich mir das Schild eigentlich nochmal gekauft? Das braucht man, glaube ich, im ganzen Abenteuer eigentlich nicht. Egal. Wir wollen wohin und da erstmal was machen. So. Seite nicht lesen. Ja, ist schon klar. Komm, mach auf. Wir wollen das hier mal aufmachen und eine Sidequest starten, die ich weiß ich nicht, ob ich sie ganz machen werde, weil sie dauert. Und irgendwie spacken meine FPS rum. Egal. Mai, mai. Mama, mai, mai. Mama Mai Mai nennt man mich. Und einfach ist mein Leben nicht. Denn nicht umsonst heiße ich Mama. Ich hüte eine 100 Schar. Welch Glück mit, was mir hier widerfuhr. Mein Fleisch und Blut, die ganze Tour. Verschwunden ist ganz ohne Spur. 1000 Tränen muss ich weinen. Um meine 100 süßen Kleinen. O kleiner Mann mit großem Herz. Beende Mama Mai Mais Schmerz. Gerne. Tausend Dank, oh großer Held, Linda, was mich gequält. Und eines werde ich nun gewahrt, knabenhaft erscheinen und was erscheinst du zwar, doch was kommt, wird wunderbar, Gedichte herrlich. Hier nimm diese Karte an, mit ihr kommst du ganz schnell voran. Hey, die Karte zeigt dir, wo sie sind, ganz ungefähr, ein jedes Kind. Die Mai Mai Karte soll dich leiten und dir zum Glück den Weg bereiten. Und die Mai Mai Schar dir anzusehen, drückst du ihr und das Touchscreen Emblem ist okay. Die Mai Mais und 100 Stück. Ja, ist okay. Die Erklärung lese ich jetzt immer nicht weiter vor. Also wir müssen die Mai Mai sammeln. Es sind viele. 100 Stück. Und mal schauen, ob ich sie mir alle holen werde. Aber das werden wir später sehen. Schwimmen konnten wir schon, ne? Ja. Stimmt, aber tauchen. Da war schnelles Schwimmen, ne? Ja. Wupp. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ah. Ein Sora. Jupp. Haha. Und hier sieht man schon, was man braucht. Erstmal den Dinges aktivieren. So. Speichern brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen hier dieses nette Item. Muss ich das nutzen? Muss ich das einfach. Wusch. Ah. So, und auf in den Dungeon. Auf geht's. Haus des Windes. Und holen wir uns das erste Dingens. Erster Medaillon. Mann, hey. Da brauche ich ganz viel von. Falls ich nämlich sterbe, muss ich mir den ganzen Kram nochmal neu leihen. Beziehungsweise ich werde das wahrscheinlich später so machen, dass ich den Kram kaufen werde, weil das Zeug einfach besser aussieht. Geh weg. Ohne diesen komischen Noppen da dran. Da oben ist ein Gegner, da komme ich aber nicht ran. Da komme ich auch nicht drauf. Stirb. Komm her. Feuer können wir machen. Leihfeuerstab. Achso, der funktioniert ja hier etwas anders. Yay. Gibt nicht alles auf einmal aus. Wo waren die Sprüche nochmal her? Die Sprüche kamen schon mal einem anderen Zelda vor, das weiß ich gerade. So, und das mal runter hier. Okay, da komme ich nicht rein. Aber dann komme ich da wieder weg. Manne. Ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen, weil ich habe letztens ein bisschen Triforce Heroes gespielt und da hat man diese tolle Mechanik hier mit in der Wand latschen nicht. Oh, wie gemein. Gut. Achso. Nee. Wie komme ich da rüber?
Ah. Okay. Kann sagen. Hey. Ein Monsterherz. Super. Ein Item, was ich nicht brauche. Zurück. So. Hey, wo muss ich lang? Ach so, natürlich. Ich habe die Wand runter gemacht. Oh Gott. Das wird noch ganz oft passieren, dass ich nicht weiß, wo lang. Oh Gott, nein. Ach so. Genau. Die macht trotzdem Schaden. Au. Komm her. Wusch. Nein, komm her. Wusch. Danke. Dankeschön. So. Ich hab gedacht, das wäre ein Rubin. Dabei war es nur ein Herzchen. Okay. Ein kleiner Schlüssel. Nice. Ist hier irgendwo noch was? Irgendwas auch noch ein Herz. Okay. Und dann gehen wir mal hier rein. Hallo. Okay. Der Kompass, der be. Super Timing. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Das war dumm. Okay. Okay. Das wollte ich gar nicht. So. Was ist da unten? Komm ich da ran? Und ist eine Truhe, so wie das scheint. Aber wie komme ich da ran? Dann muss ich irgendwie an die Wand rankommen und dann rumlaufen. Ja. What? Reicht das? Da ist eine Tür. Wir gehen erstmal weiter. Vielleicht komme ich da gleich noch dran. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Okay. Wusch. Okay. Hinten. Geh weg. So. Okay. Mistvieh. Hui. Okay. Achso. Achso. Wusch. So. Hä? Geh weg. Nee. Komm her. Okay, was haben wir hier? Ah! Diese blöden Fledermäuse. Ich stell mich aber auch gerade an. Yay, zwei Monsterherzen. Geil. Komm ich da hier so an? Nein. Hey, what? Hey. What?
Hey, was? Ich hab schon wieder Twitter nebenbei offen, super. Ja, ploppt da was auf dem anderen Bildschirm auf. Was? Vielleicht komme ich da ja gleich noch in einen Moment. Multikill! Nice. So, was haben wir hier? Hä? Geh weg. Geht alle weg. Ich habe dieses Spiel schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich merke es gerade wieder. Nein. Komm her. Okay, damit haben wir den Schlüssel. Und damit bin ich tot. Okay. Okay, was ist hier? Ziehen wir einfach mal an einem Hebel. Super. Geht das wieder an? Wahrscheinlich. Ja, das geht wieder an. Ich sehe es doch schon. Aha. Okay. Wusch. Ich finde das Ding super. Hier so schon öffnen? Ja. Ist der große Schlüssel. Okay. Au. Super. Okay, hier geht's also nicht weiter. Ich habe schon mal den großen Schlüssel. Das ist gut. Wo muss ich lang? Moment. Ich glaube, ich habe es wieder vergessen. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Da ist was im Weg. Schade. Achso, man sollte dann hier so. Ja, okay. Da komme ich. Wait. Achso, nee. Hä? What? Ich glaube, ich habe um irgendwas vergessen. Ach. Diese Tür sieht man so gut. Nämlich gar nicht. Du solltest den Hebel ziehen. Ist wahrscheinlich sowieso der falsche. Natürlich. Gemein. Der da. Okay. Da fällt jetzt wahrscheinlich ein Schlüssel runter oder sowas. Ach ja, ah, super. Timing-Sachen. Ich liebe sie. Dankeschön. Ich habe keinen Schlüssel. Hä? Wait. Da links ist ein Schlüssel, aber... Hä? Moment. Da ist ein Knopf. I see. Gemein. So furchtbar um die Ecke denken muss immer warten. Na komm, füll dich, du blöde Leiste, danke. Da ist er doch. Wupp. Und weiter geht's. So. Wusch. Ich finde das super. So, da haben wir den Schlüssel. Okay. Was macht das da? Wo
Wo kommt ihr? Ihr seid aus dem Gitter gespawnt. Oh, Geld. So. Subdidu. Was haben wir hier? Feuerechsen. Hört auf hier. Nee. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Bitte ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Okay, Nummer 1 ist down. Okay, das dürfte jetzt kein Problem sein. Hm. Komm schon. So. Okay. Okay. Au. Bobo, ich hätte jetzt auch erwartet, dass ich genau auf der lande. Danke. Yay. Und ich stehe fast auf der Truhe. Wir sind Teleporter. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Den ganzen Raum resetten, ja. Okay. Das bringt mich darüber. Und natürlich. Nice. Das Spiel hat mich ein bisschen weiter rechts abgesetzt. Auch gut. Kein Leben. Du spuckst es ja aber Leben aus. Verdammt. Komm da runter. Ey. Okay, machen wir den hier aus. Damit habe ich eine Abkürzung freigeschaltet. Ja, yeah. Das Mistviech. Huch. Ich wollte gar nicht hier runterfallen. Achso, da komme ich hoch. Okay. So. Euch ran. Okay. So. Haha. Okay. Oh. Diese Perspektiven-Sachen, ne? So, und dann geht's weiter hoch. Und ich habe unten im Ding ist immer noch eine. Ding ist noch nicht. Au! Das Mistviech. So. Die Dinger werden sehr viel gefährlicher, wenn sie mehr als so viele Monsterherzen. What the fuck? Oh Mann, ey. Komm ich. Moment, ich muss doch hier irgendwo. Na, komme ich da wahrscheinlich gleich später hin. Ach. So. Okay. Okay, da oben haben wir auch schon den Boss-Türe. Ich finde ja auch ganz angenehm, dass die Dungeons relativ schnell gehen. Alles super angenehm. Noch ein Mini-Boss? Achso. Ein Raum mit denen. Ach. Ich sollte das Item vielleicht auch ausrüsten. Na komm her. Hey.
Hallo, ihr Viecher. Ja. Super. Du spuckst jetzt bitte ein Herz aus. Habe ich überhaupt Feen? Das ist nicht das Herz, was ich haben wollte. Ich habe eine Fee. Okay. Dankeschön. Gemein. Meh, geh weg. Moment, da oben waren Herzen. Okay. Nix. Schade, da haben wir einen kleinen Schlüssel. Damit komme ich da oben weiter. Rupies. Rupies sind immer gut und ich hätte da oben noch mehr. Moment. Soll ich das jetzt echt doppelt gehen? Ich muss hier eh doppelt durch, ne? Obwohl, hier habe ich 50 Rubine. Das ist nice. Ach komm. Die paar Rubine kann ich verzichten. Ach so. I see. Gott, ey. Wenn ihr auch noch gefordert, dass ich hier dabei nachdenke bei den Rätseln. Ist ja furchtbar. Oh Gott. Was kommt hier? Ah. It's Goma. Man, das hier Ding war doch Goma in diesem Teil, ne? Das war nice. Bim, bim, bim. Achso, da war ja was. Nicht in den Abgrund fallen. Macht der überhaupt Schaden? Komm her. Ich bin hier. Mensch, 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 Mensch. Jetzt kommen Stacheln wahrscheinlich dazu oder sowas, ne? Oder vier Türme. Wann kann ich vielleicht? Ich hab doch den Hammer. Okay. Damn. Weiß nicht, ob das vielleicht mehr Schaden macht. What the fuck? Ist Kombo der mich hier weg oder was? Okay. Habe ich vielleicht sonst noch irgendwas, was gut Schaden machen könnte? Ja, stimmt, der Eisstab funktioniert hier ja anders als im Dingens. Ah. Das macht irgendwie. Das ist ungefährlicher. Wesentlich ungefährlicher. Das ist angenehm. Okay. Dumm, dumm. Find's irgendwie doof, dass er keinen Schaden macht. Ah, ne, habe ich ja schon ausgerüstet. Goma, komm hier. Und aller guten Dinge sind drei. Yay! Wuhu! Aber mit dem Feuerstab ist das doch ganz easy. Stehe ich in der Luft? Irgendwie schon, ne? Ich wurde auf den Boden gesetzt. Oh, ein Herzcontainer. Dankeschön, den kann ich gut gebrauchen. Hui. Wusch. Okay. Gib mich.
Du hast das Amulett der Weisheit erhalten. Alles wird plötzlich viel klarer. Schön. Yay. Okay. Damit würde ich mal sagen. Was bist du hier? Heute ist schönes Wetter, deshalb sind die Königin zum Schwimmen hierher gekommen. Jetzt, wo die Königin wieder rang und schlank ist, schwimmt sie unglaublich schnell. Ich könnte nicht mithalten und würde zurückgelassen. Eigentlich traurig, wenn man es sich so überlegt. Sie haben mich einfach zurückgelassen und es wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Mir wird gerade erst klar, wie gemein das ist. Das ist korrekt. Okay, aber ich würde mal sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Da oben ist noch irgendwas. Ein Mai Mai. Yay. Okay. Okay, damit jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss.